Wir sind live! Die Leute warten. Guck mal, hört sie schon. Bunt, quirlig und in freundlicher Atmosphäre startete am 19. Februar der dritte Livestream auf dem Instagram-Account der Pier14 Stores. Nach einer Weihnachtsshow im Dezember und einer Modenschau bot das Team den Zuschauern nun ein 50-minütiges Programm, welches querbeet vom Kochen über gemeinsames Quizzen bis hin zum Singen reichte. Aber spulen wir nochmal etwas zurück, und zwar zu den Proben vor der Live-Show. Wie entstand eigentlich die Idee, dass sich alles um einen wahrhaften Kultfilm der 80er Jahre drehen soll? Ja, so geflaxt, also beim Gläschen Wein, netten Abend, auch so ausgetauscht, was für Events kann man noch machen, was ist so ein bisschen Kult draus und was möchten auch unsere Gäste vielleicht auch mal sehen aus ihrer Zeit. Und da fiel mir sofort Dirty Dancing ein, weil der Film, den hat, glaube ich, bestimmt schon jeder mindestens einmal geschaut, aber ich würde eher sagen 2 bis 50 Mal. Und ich finde, wir leben von Musik, wir leben von unseren Gästen, von Stimmung und ja. Das ist jetzt so wirklich das Highlight und ich denke, das wird auch immer mein Highlight bleiben. Natürlich wäre es kein Dirty Dancing, wenn die beiden Protagonisten des Filmes Baby und Johnny nicht durch den Abend führen würden. Ja, ich bin heute Johnny Castle aus dem Film Dirty Dancing. Mit meiner Partnerin Baby werde ich heute tanzen, quizzen, einfach mal durch den Abend führen und die Leute unterhalten, zeigen, was es zu trinken, was es zu essen gibt beim Dinner. Genau diese Sachen werde ich heute machen. Und zwar in der Rolle, die ich eingenommen hätte, wenn heute ein Dinner-Event wäre. Ja, und wir schauen mal, was draus wird. Wir lassen uns treiben und gucken, wie die Community reagiert und interagieren ein bisschen mit dem Publikum bei Instagram. Eine der Herausforderungen des Live-Events war es, anstatt vor einem Publikum, welches sofort Feedback gibt, vor der Handykamera zu agieren. Und wie das immer so ist, egal wie viel man auch probt, die Aufregung verfliegt nie. So Tage vorher ist es immer alles noch ganz entspannt und dann ist das Empfinden auch so, Mensch, das machen wir ganz easy. Aber ich finde jetzt so so eine Stunde vorher geht das Herz dann doch ein bisschen schneller. Und ich finde aber, die Aufregung muss einfach auch mit dabei sein. Und wir sind ja auch nicht perfekt und das wollen wir auch gar nicht sein. Wir wollen es nämlich genauso, wie wir sind, natürlich. Und so wollen wir auch rüberkommen. So ging es also pünktlich um 18.30 Uhr los. Auch wenn Dirty Dancing vor über 30 Jahren in die Kinos kam, können noch heute die ikonischen Looks nachgeahmt werden. Natürlich wäre es kein Pier-14-Event, wenn die Kleidungsstücke für Babys blauen Cardigan-Look und Johnnys komplett schwarzen Outfit inklusive Lederjacke nicht aus dem eigenen Store kommen würden. Neben den Kleidern wurde auch die Küche des Konzeptstores, welcher sich in Zinnowitz befindet, mit eingebunden. Ganz im Zeichen von Regionalität wurde hier ein One-Pot-Pasta-Gericht mit Wurst von Farm East Usedom und Nudeln vom Gutnetzeband kreiert. Wir nehmen gerne Sojasahne, wir verzichten da auf Milchprodukte, wo es geht. Wir denken, das ist gesünder für euch und für alle anderen und deswegen schön auffüllen. Es darf alles bedeckt sein, so fast. Und während die Pasta in der Pfanne vor sich hinköchelte, ging es für die beiden Dirty Dancing-Fans an den Buzzer. Stimmt es, dass Jennifer Grey und Patrick Swayze sich am Anfang gar nicht leiden konnten? Und was passiert, nachdem Baby zu ihrem Vater sagt, die spielen da Charade da drüben, das möchte ich mir mal ansehen? Wenn Sie die Antworten darauf kennen, dann können Sie vielleicht auch diese knifflige Frage beantworten. Wie viele verschiedene Shorts trägt Baby im Film? Wer weiß denn sowas? 2. Richtig! Und zwar eine Bermuda und eine Shorts. Neben herzhafter Bruschetta und Pasta dürfen natürlich auch nicht die Getränke fehlen. Für Cocktailfans hat die Küche des Pier 14 Konzeptstores und die Brennerei Männerhobby bei Rostock etwas parat. Wer übrigens lieber schmaust, als selber zu mixen und zu kochen, kann sich auf verschiedene Gerichte beim Dirty Dancing Dinner freuen. Dieses wird, sobald es durch die Corona-Pandemie wieder möglich ist, nachgeholt. Den Abschluss eines so gelungenen Abends bot die Gesangseinlage des Schauspielers Reiko Rölz. Und? Erkennen Sie das Lied? Feel the breath on my face. Her body close to me. Nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Leute vor und hinter der Handykamera hatten Spaß bei dem Live-Event.
Wie hat es unserem Johnny gefallen? Also ich war sehr zufrieden, hat Spaß gemacht, war real und hat Spaß gemacht. Also war einfach cool. Ne? Also man hat so seine Fehlerchen drin und das ist ganz cool. Das macht irgendwie mehr Laune. Denn so streng nach Skript arbeiten ist schwierig für mich. Weil wir sind ja keine Schauspieler, wir sind ja einfach bloß Berater, Köche und was auch immer. Und was passiert, passiert. War ganz nett. Also hat Spaß gemacht. Nicht nur für die Gebietsleiterin und den Eventmanager ist so eine Show ganz ohne Publikum etwas Neues. Auch für den Schauspieler Reiko Rölz ist Singen abseits der Bühne ungewohnt. Die Herausforderung bei sowas ist immer, dass es so einen Wohnzimmercharakter hat. Das Spannende ist, wenn du auf einer Bühne stehst, dann bist du meist ein bisschen höher und ein bisschen distanzierter vom Publikum und du bist in so einem geschützten Raum. So, und du hast, man nennt das die vierte Wand, die ist dann quasi noch zwischen dir und dem Publikum. Und das ist in so einem Raum nicht. Ich bin tatsächlich auch immer am aufgeregtesten, wenn ich für meine Eltern irgendwie ein Weihnachtslied singen soll oder sowas. Wenn du dann in der Stube stehst oder so und direkt das Publikum einen Meter vor dir sitzt, so, das ist immer spannender, ja. Das einzige Event dieser Art, welches Kochen, Gesang und Quizzen miteinander vereint, wird es bei P14 wohl nicht bleiben. Einige Ideen sind nämlich schon vorhanden. Also diese ganze Disney-Welt ist ja auch gerade sehr aktuell, vor allen Dingen für unsere kleinen Fans da draußen. Und ich denke, das wird Disney wird folgen auf jeden Fall. Mit Reiko, mit euch, mit allen. Und ich glaube, Kindertag steht auch wieder bald vor der Tür. Ich glaube, da wird was Gutes draus. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen. Auch im Rahmen des Frauentags wird auf dem Kanal der Store-Reihe ein Livestream stattfinden. Alle Rezepte der vergangenen Shows und die kommenden Termine finden Sie auf der Instagram-Seite von Pier14. Einen klitzekleinen Teaser für die Disney-Show haben wir aber schon jetzt für Sie. Die Sorgen bleiben dir immer fern.